Dieses Wochenende freuen sich sehr viele Rennsportfans auf Forza 4. Ich habe mir den Limited Edition bei Amazon bestellt. Und wir packen die mal gemeinsam aus. Ihr seht, ich habe die Folie schon abgemacht. Ist einfacher für mich. Und wir schauen mal nach, was es ist. Es ist ein Pappschuber. Und in diesem Pappschuber ist auf jeden Fall das Spiel selber in so einer Steelbox drin. Und ein kleines Büchlein. Über unter anderem kleine Bilder drin von Autos. Natürlich die Beschreibung, wie man oben vielleicht sehen kann, alles leider auf Englisch. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Dafür ist das Papier, ihr hört es, ist kein Klopapier, ist gutes Papier, das man auch in Fachzeitschriften seht, die ihr teurer sind als 5 Euro. Sogar eine kleine Introduction vom Top Gear Exclusive Producer Andy Willman. Nicht schlecht. Auf jeden Fall das Buch, das sieht auf jeden Fall klasse aus. Made in China, wenn man es lesen kann. Sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Und das Spiel selber in dieser Metallhülle. Ups, hier fällt mir schon die CD raus. Vielleicht nicht so schön. So sieht das im Endeffekt aus. Das DLC-Pack und die beiden CDs. Die Anleitung. Wo haben wir die Anleitung? Da haben wir sie. Ein bisschen rausklimmeln. Die Anleitung ist leider, wie bei der Gears of War Edition, sehr dünn. Hat aber mehr Seiten. Jetzt mit Kinect oder holen Sie sich Golf, heißen da die Überschriften auch nicht schlecht. Aber zumindest die Steuerung ist schön in Farbe. Wunderbar. Ja, und das war es dann auch schon. Hier wird nochmal geworben für das Wireless Speed Pad. Nee, Wireless Speed Wheel, Entschuldige. Ja, wenn es günstig ist, werde ich es mir schießen. Sonst nicht. Und noch ein bisschen Werbung zu Top Gear. Nebenbei einer der Serien, die man auch im Fernsehen noch gucken kann. Top Gear und Donnerstag läuft immer mit Buzzers. Schleichwerbung. Ich gucke das gerne. Ihr müsst es nicht. Ja, was ist jetzt in der Limited Edition drinne? So, holen wir mal das andere raus. Und zwar die DLC-Karte. Was ist drinne? Bonus-Streckenpaket. Benchmark und Top Gear Playfield, also die Teststrecke von Top Gear. Ein Start-Bonus-Auto-Paket, Forza Motorsport VIP-Mitgliedschaft und Autopaket. Autopaket, boah. American Muscle Car-Paket, was man sich auch auf Xbox Live runterladen kann für 580 Punkte. Wenn es falsch ist, steht es hier unten irgendwie, wenn ich mich vertippt habe. Sonst steht da richtig. Und das BMW Designer Challenge Lackierung. Ne Quatsch, die BMW Designer Challenge Lackierung. Also doch kein BMW drin. Das habe ich doch verlesen. Drei Codes, die ich jetzt nicht zeigen werde. Ich könnte sie zeigen, sind nämlich gleich eingelöst. Beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Samstagmorgen. Da sind die schon längst weg. Und dann halt noch dementsprechend die CDs, die Spiele-CD und eine Installation für Bonusinhalte, also wie bei Forza 3 eigentlich. Ja, finde ich gut. Sollten alle machen. Ich mag diese Codes reinlegen und dann lad mal eben kurz 4 GB runter, wie bei Borderlands, mag ich gar nicht. Das ist nicht mein Ding. Ja, so viel zum Unpacking. Ich strahle noch ein bisschen. So viel zum Unpacking. Ich schmeiß das Spiel jetzt gleich rein. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ihr habt das Spiel wahrscheinlich schon längst zu Hause, schon längst reingeschmissen, schon längst boah, gemacht. Ich freue mich drauf. Das ist mein Wochenende. Forza 4. Ja, was soll ich noch sagen? Forza 4 Review kommt die kommende Woche. Erstmal muss ich noch ein paar andere Sachen fertig schneiden.
Ich kann sagen, es wird japanisch. Ende des Monats kommt unser Halloween-Special. Das muss auch noch geschnitten werden. Und Forza 4 kommt auf jeden Fall noch im Oktober. Nicht so wie Ava M. Ja, es kommt irgendwann im Oktober und am Ende kommt doch nichts. Naja. Wie gesagt, so viel zum Unpacking. Es war nicht so umfangreich wie von Death Black Driver mit der Gears of War. 3 Konsole, schieß mich tot, Kerdigas. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte Spaß dran. Das hab ich mir auch seit der Gamescom gesagt, muss ich haben. Wobei andere sagen, nee, boah, die Forza 3 reicht. Egal. Ich fange jetzt an zu spielen. Ich bin ganz aufgeregt und man sieht sich dann die Tage. Bis denn. Tschö.